Hey Bros, ich bin Jack Daniel und wir sprechen heute ein bisschen über Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Und der Typ da hinten steht auf seiner Karte drauf. Super, ich habe jetzt hier noch den letzten Nebeneinsatz noch hier gemacht, der bis jetzt eigentlich recht schwer war zu erledigen, weil man irgendwie immer den Typen hier außerhalb von dieser Map verfolgen musste. Und am Anfang hier in der Closed Beta ist halt eben nur dieses Gebiet halt eben vorhanden, das auch schon recht groß ist, aber man kann schon sehen, was einen dann hier später noch alles erwartet. Also es werden sehr, sehr viele Gebiete, aber darum wird es heute gar nicht mal wirklich gehen, sondern ich will euch ein bisschen so die Character Customization zeigen. Ist das Deutsch? Character Customization? Ihr wisst schon, was ich meine. Also ein bisschen, wie man halt eben mit dem Charakter sich einkleiden kann, beziehungsweise was man da alles machen kann. Ich habe den Charakter natürlich schon erstellt. Wenn ihr das Video beziehungsweise den Livestream nicht gesehen haben solltet, wir haben 4 Stunden das gestreamt gestern, mitten in der Nacht habe ich das dann noch hochgeladen und werde euch jetzt aber mal so ein bisschen was zeigen, was man so machen kann. Dementsprechend werden aber auch noch ein paar weitere Videos kommen, wo ich euch ein bisschen darauf eingehen werde, wie das Gameplay ist und die Performance und also Zeugs halt eben, was gut, was schlecht ist. Aber jetzt schauen wir uns mal ein bisschen so an, wie man den Charakter ändern kann. Ich habe mir hier einen weiblichen Charakter gemacht und da kann man natürlich keine Bärte machen. Bei den Männern kann man natürlich Bärte machen, aber da war nicht so viel zur Auswahl da und sah eigentlich alles recht gleich aus. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, machst du dir halt mal eine Frau. Es gibt insgesamt 7 verschiedene Frisuren. Das gibt es auch für die Männer. Das heißt sogar auch komplett gleich bei den Männern. Natürlich sieht das alles nur so ein bisschen anders halt eben aus. Man hat die einmal förmlich, das ist halt eben so mit einem komischen Dutt, also so FBI-Agentenmäßig, ne? Oder rasiert. Ja, was mir überhaupt nicht so gut gefällt, das könnte die Berliner sein. Ein Pferdeschwanz kann man hier noch dran packen. Ein Undercut, der so ziemlich tough aussieht. Also gefällt mir sogar. Irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie gefällt mir das. Erinnert mich so ein bisschen an mich. Dann hat man nochmal struppig, was nicht so interessant ist, ein Mohikaner, was, ich weiß nicht, ob das für eine Frau in Ordnung ist. Und Cornrows. Ich bleibe am liebsten so beim Pferdeschwanz. Das waren die Frisuren. Dann kann man noch die Haarfarben einstellen. Bei den Männern ist das auch gleich. Ja, da kann man auch nicht viel anders machen. Dann hatten wir hier noch ein paar Gesichtsdetails. Einige Sachen sind hier eben noch verschlossen, beziehungsweise was heißt verschlossen? Also gesperrt, weil man da erst jemanden besiegen muss. Ja, damit man die halt dann eben bekommt. Also je nachdem, wie weit man denn im Spiel halt eben ist, schaltet man nach und nach noch mehr Sachen frei. Ja, und das hier sieht schon ziemlich nasty aus, wenn man hier so eine Plantennarbe mitten im Face hat. Also die möchte keiner so schnell wieder küssen. Ja, das glaube ich eher nicht. Also das hat man hier auch noch. Und dann hat man hier auch noch ein paar Körperdetails. Man kann zum Beispiel hier sich so Tarnung in die Fresse reinschmieren, wenn man denn so möchte. Oder auch Tattoos. Da gibt es auch einige. Auch hier wiederum ein paar Sachen, die man erstmal freischalten muss, indem man welche besiegt, das sind solche Gangster-Bosse halt eben. Und was ich echt cool finde, aber so viel ist jetzt nicht zum Freistalten. Vielleicht gibt es da später dann noch ein bisschen mehr. Rechts hat man dann auch nochmal ein paar Tattoos. Hier allerdings konnte man nichts freischalten. Und hier dieses Mi Familia ist, sieht ein bisschen scheiße aus. Das sieht ein bisschen scheiße aus, aber sonst eigentlich die ganzen Tattoos eigentlich recht nice. Und wir kommen auch gleich zu dem, was mir wirklich am besten gefallen hat. Und das war wirklich die Kleidung. Man konnte hier wirklich sehr, sehr viel machen. Ja, man hat hier eben die T-Shirts und hat hier dann gleich mal 36 verschiedene Tarnungen dafür. Also man kann sich wirklich so einkleiden, wie man Bock hat, beziehungsweise auch dann, je nachdem, in welchem Gebiet man unterwegs ist. Ja, es gibt ja natürlich auch Schneelandschaften oder, glaube ich, auch in Städte, wo man halt unterwegs ist oder halt auch mal in der Nacht, dass man sich dann halt eben so schwarz dann halt eben kleidet. Und da ist echt vieles, vieles verdammt Cooles dabei. Ja, hier hat man halt eben alle Tarnungen dann für die ganzen verschiedenen Kleidungen, was ich echt sehr cool finde. Ja, man kann sich halt echt aussuchen, wie man seinen Charakter denn jetzt haben möchte. Oder hier zum Beispiel so, das kannst du ja auch draufklatschen. Finde ich echt sehr, sehr nice. Das gefällt mir wirklich. Ja, vom Gesicht her kann man jetzt einfach nur einige Gesichter auswählen. Das konnte ich euch jetzt nicht zeigen. Das seht ihr dann im 4-stündigen Video, wo wir gestreamt haben. Da seht ihr das. Und ja, hier, wie gesagt, kann ich nur so ein bisschen bei der Kleidung so ein bisschen durchgehen. Und ich muss echt sagen, das ist cool. Also, man kann hier schon so ein bisschen Zeit damit verbringen, um sich seinen Charakter so einzustellen, wie man es gerne haben möchte oder auch halt eben bei den Einsätzen halt eben anzupassen. Und ich finde das richtig cool gemacht, muss ich wirklich sagen. Man kann seinen eigenen persönlichen Stil
halt eben, ja, dir dann einstellen, ob man jetzt irgendwie gerne so voller krasse Militärtyp ist oder halt eben so mit Jeanshose und einen auf cool, kann man hier alles machen. Und das finde ich echt richtig, richtig geil. Das hat mir echt Spaß gemacht. Hier kann man dann auch wieder ein paar Sachen, ja, freischalten, zum Beispiel, wenn man hier am Ubisoft-Club zugreift, nutzen Sie den Key, um dieses Objekt freizuschalten. Also gibt es da auch ein paar Keys anscheinend. Oder hier auch wieder für den Club halt eben etwas für Lamas. Ja, hier gibt es auch Lamas, die rumlaufen, natürlich in Bolivien. Hier hat man dann auch noch ein paar Westen, was ich auch richtig cool finde. Ja, hier hat man echt einige. Man kann auch entweder keine anziehen, dann hat man halt komplett nur mit Rucksack rum. Oder man kann auch sich Westen draufpacken. Und auch nochmal für die Westen gibt es dann nochmal Tarnung. Ja, ich werde mich jetzt mal so komplett schwarz eintarnen. Ja, werde ich jetzt mal machen, weil ich das einfach sehr cool finde. So, machen wir mal eben. Und ja, die Westen sind auch richtig nice. Es gibt echt einige coole Westen. Auch da kann man wieder gucken, was man halt einfach am liebsten hat. Es gibt auch wieder alle möglichen Tarnungen dafür. Also man kann sich wirklich alles so einstellen, wie man es gerne haben möchte. Auch die Hose natürlich, da gibt es auch einiges. Da kann man eben solche taktischen Hosen. Und auch da gibt es natürlich auch wiederum die ganzen Tarnungen halt eben, die man halt eben draufklatschen kann. Und das finde ich echt Hammer. Also man kann auch hier so ein paar Tarnungen sehen, dann auch so ähnlich aus wie die Waffen, die man hat. Ja, und das finde ich auch schon recht geil. Ja. Mir gefällt es einfach verdammt. Ja, es ist einfach richtig geil. Auch hier so ein bisschen dieses Cryptech irgendwas. Sieht so ein bisschen aus wie so, keine Ahnung, sieht so ein bisschen aus wie so ein Dino. Oder halt eben auch Cargohosen oder auch solche Apex. Finde ich echt richtig geil. Oder auch hier solche mit Faden am Boden, wo man dann halt eben so ein bisschen besser gedeckt ist im Gebüsch. Ja, was auch eigentlich recht nice ist, obwohl mir gefällt das gar nicht. Ja. Ich habe am liebsten so die Jeanshose. Ja, das gefällt mir eigentlich so am besten. Aber ich werde jetzt mal hier für dieses Outfit mich mal so ein bisschen militärisch mal kleiden. So, und dann werden wir uns nachher nochmal den Charakter dann genau anschauen. Und auch im Anschluss werden wir noch ein bisschen auf die Waffen uns ein bisschen, ja, was heißt das? Ich kann kein Deutsch. Wir werden uns ein bisschen die Waffen dann angucken. Das wollte ich sagen. Wir werden uns dann ein bisschen noch angucken, was bei den Waffen so geht, was man da alles customisieren kann. Da gibt es nämlich auch einiges, was man machen kann. Ja. So, ich muss jetzt noch mal ganz kurz meine Oberteile. Ja, das gefällt mir nämlich gar nicht. Da wollte ich nämlich das T-Shirt hier, damit man auch schön die Tattoos natürlich sieht. Sieht richtig cool aus. Und ja, das war halt eben das, was man alles hier bei der Kleidung machen kann. Oder hier halt eben auch die Tarnung, die man nochmal drauf machen kann. So ein Tarnnetz oder auch so Fäden oder ja, so ein Wald einfach, damit man einfach ja komplett irgendwie unsichtbar ist im Gebüsch. Ja. Und das hilft sogar. Ich habe es auch ein bisschen getestet. Das hilft wirklich. Sonst sehen die einen. Und hier haben wir noch bei Augenextras, haben wir nochmal 9 bzw. 8 Sachen. Das sind einfach Brillen. Ja. Wir können auch hier eine Augenklappe draufklatschen, wenn wir wollen. Und oder so eine ballistische Brille halt eben, die man halt meistens eher benutzt für Schussübungen, soweit ich weiß. Hier gibt es dann auch nochmal eine Pilotensonnenbrille, was richtig geil aussieht, aber da muss man halt eben Boyer Boston Reed zum Freischalten der Pilotenbrille besiegen. Ja, das gibt es natürlich dann im vollen Game oder auch hier so eine goldene Sonnenbrille, die noch da ist. Aber die haben mir alle nicht so ganz gut gefallen, muss ich sagen, weil ja, ich bin halt ein Pilotenbrillenmensch. Ja, deswegen habe ich hier keine draufgeklatscht. Gesichtsextras, da gibt es nochmal Sturmhauben. Entweder halt die mit 2 Löcher, mit einem Loch oder auch Bandanas, die man draufpacken kann. Das finde ich halt richtig cool, so ein Totenkopf-Bandana. Aber da muss man auch wieder jemanden besiegen, ja. Also man hat schon was davon, wenn man die Leute hier besiegt und tötet. Ja, und das ist auch richtig cool. Ein buntes Handtuch, Halstuch nochmal oder so eine Atemschutzmaske, das mir echt so ein bisschen überkommt wie The Division. Ja, richtig cool irgendwie. Oder so eine kugelsicherte Maske. Das sieht irgendwie aus, als ob das so Sexspielzeug ist irgendwie. Ja, also gefällt mir nicht so ganz. Oder so eine Halbmaske. Ich finde, so Halbmasken sind echt recht geil. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Da kann man auch natürlich nochmal aussuchen, welche Farbe. Das finde ich nice. So eine Halbmaske finde ich echt nice. Bei Kopfbedeckung hat man auch einiges. Ja, da hat man echt einiges, was man so draufklatschen kann. Wie gesagt, man kann seinen eigenen Style einfach machen. Und das finde ich echt cool. Also, dass es in so einem Game so viele Möglichkeiten gibt, finde ich auch cool. Immer wieder auch so ein paar Sachen, wo man sich beim Ubisoft Club anmelden muss oder zugreifen muss halt eben. Oder auch Keys, wo man das freischalten kann. Und ich finde es cool. Ohne Scheiß, ich finde es einfach richtig, richtig cool, was man hier alles machen kann. Sogar so einen coolen Lederstierhut gibt es, wenn man irgendwie so eine Art Cowboy machen kann. Ja, und das ist natürlich hier auch eben, da muss man wieder jemanden besiegen,
damit man dann seinen Hut dann irgendwie bekommt, hier auch. Und das ist schon sehr, sehr geil. Ich werde mir aber jetzt so ein, wo waren das eben? So ein Carbon-Hut werde ich mir jetzt mal schnappen in schwarz, bitteschön. Wo ist schwarz? Schwarz, schwarz, schwarz. So, hier in schwarz, das gefällt mir. Headsets hat man natürlich auch, ja, die kann man dann auch noch tragen, finde ich auch sehr nice. Hier auch wieder mal eins, wo man beim Ubisoft-Club wieder zugreifen muss, wieder um das freizuschalten. Und auch einige Headsets, die man hier tragen kann, was ich echt sehr nice finde. Ja. Und die haben auch alle so einen anderen Style. Bin ich echt Hammer, ohne Scheiß. Es macht einfach Spaß, sich hier den Charakter irgendwie so anzuziehen. Hier auch nochmal verschiedene Handschuhe, die man draufpacken kann. Ich mag immer diese Fingerlosen sehr gerne. Ich finde das immer irgendwie ist am stylischsten irgendwie. Hier hat man dann noch die Rucksäcke, die man noch draufpacken kann. Dafür natürlich auch nochmal haufenweise Tarnungen nochmal, die man da drauf klatschen kann. Und ich finde auch die Rucksäcke richtig cool. Die haben natürlich jetzt nur rein optisch halt eben einen Zweck. Also jetzt irgendwie nicht, dass man mehr Platz hat oder so. Das natürlich nicht. Das ist ja kein Survival-Game oder so in der Richtung. Aber ja, ist auf jeden Fall sehr cool auch. Ich finde das hier eigentlich irgendwie am coolsten, so mit der Trinkflasche und so. Und oben auch mit dem Zeug oder halt hier eben das Standardteil oder hier die Drohne, finde ich auch nice. Oder auch dieses kleine, dieses Camelback, finde ich auch sehr, sehr cool. Ja, vor allem dann auch hier so schön in schwarz, wenn man so möchte. Aber alles schwarz ist auch doch blöd, oder? Alles schwarz ist auch scheiße. Deswegen mache ich mal hier was anderes. Was gibt es denn hier sonst noch? Es gibt auch Blau, was ich gesehen habe. Ich weiß nur nicht, wo ich Blau tarnen soll. Wo soll man denn getarnt sein mit Blau? Verstehe ich jetzt nicht. Vielleicht am Wasser irgendwo. I don't know. Aber ja, machen wir hier auch mal so. Machen wir das dann nochmal so auf. Das finde ich echt cool. Und da natürlich auch wieder, ja, beim Ubisoft Club wieder sich, ja, zugreifen, damit man das wieder freischalten kann. Und auch aufnähern kann man auch noch draufpacken, wenn man möchte. Entweder hier Tiere oder halt eben solche Marken, ja, da gibt es echt auch einiges, was man so draufpacken kann. Hier so auch zum Beispiel so eine amerikanische Flagge oder so ein Totenschädel oder so. Ich finde einen Totenschädel richtig nice, den packen wir drauf. Oder halt auch auf Flaggen oder auch so Militärzeug oder auch sonstiges. Aber das muss man hier, das Militärzeug, das muss man sich freischalten oder was ist das sonstiges. Da, das muss man freischalten, braucht man wieder ein Key mal dafür. Also auch sehr, sehr cool, muss man sagen. Und ja, das war's auch schon. Mehr kann man da jetzt auch nicht machen. Man kann auch jetzt ein zufälliges Outfit machen, wenn man Bock haben sollte. Aber sollte man eher nicht. Ja, dann, wer weiß, wie man dann aussieht. Da sieht man aus wie ein Clown. Und besondere Outfits gibt's auch nochmal. Da sind, ja, das sind dann eben schon vorgefertigte Outfits. Wenn man ja, zu faul ist, sich das Ganze selbst irgendwie zu machen, kann man doch hier einfach mal reinschauen. Und da hat man halt eben schon so die fertigen Outfits. Ich muss echt sagen, die haben da echt eine richtig coole Sache gemacht. Dann auch instant sieht man dann halt eben so aus. Und der Typ ist immer noch auf diesem fucking Auto drauf. Ja, meine Waffen würden auch mich verängstigen, wenn mich damit jemand anvisieren würde. Aber ja, und wie ihr seht, ja, kann man dann halt eben schön sich den Charakter erstellen. Und ja, je nachdem, wie man halt immer unterwegs ist. Ist man nachts unterwegs, glaube ich, ist man schwarz gut getarnt. Ist man tags unterwegs in so einem Busch, dann kann man sich auch natürlich auch dementsprechend dann noch tarnen. Und ich werde euch nochmal ganz kurz, komm, ich mache das jetzt nochmal kurz. Ich werde euch nochmal kurz dieses Outfit nochmal zeigen, wo man einfach dieses Ghillie-Dings der Suit hat. Also ja, das hier, das finde ich echt geil. Aber kann ich das auch selber? Kann ich das auch selbst? Komm, ich mach das jetzt auch mal selbst. Ja, Moment. Ich werde das mal ganz kurz hier machen. Ich muss nur gucken, wo ich das jetzt alles finde. Ich habe keine Ahnung, wo ich das jetzt finde. Tarnanzüge hier. Ja, da kann man sich das einfach draufpacken und ich finde, das sieht schon lustig aus. Ich packe mir jetzt mal diese Fäden da drauf. So, Hose. Auch nochmal diese mit Fäden. Tarnanzug, Fäden. Und dann auch nochmal in grün. Ja, damit man mal sieht, wie da die Tarnung wirklich ist. Obwohl dieses Grün ist mehr so ein bisschen was für Matsch, ein bisschen was für den Wald, wäre cooler. Das da, das finde ich cool. Oder auch das. Na, das ist ein bisschen besser, oder? Na, ich weiß nicht. Das, ja, das ist eigentlich das Beste. Damit ist man eigentlich immer sehr gut getarnt. So, Westen. Wenn wir hier auch nochmal gucken, dass wir hier so eine schöne Weste dahin kriegen, die auch gut tarnt. Beziehungsweise ist das alles, was man da irgendwie machen kann? Das weiß ich gerade nicht, ob man da vielleicht irgendwo noch irgendwas findet mit Fäden dran. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, wenn man hier dann auch nochmal schön das Ganze hier in grün macht. Beziehungsweise so in diesen Style oder, na das gefällt mir sogar ein bisschen mehr. Finde ich eigentlich recht gut. Tanktop ist eigentlich in dem,
Ja, ist eigentlich wurscht. Obwohl, vielleicht so Fleece. Und dann auch nochmal schön getarnt, das Ganze. Ja, ich glaube, ich habe das nämlich noch gar nicht gemacht. Ich glaube, ich werde jetzt einfach komplett unsichtbar sein, wenn ich da irgendwo hingehe in den Busch. So, Moment. Was packen wir denn da? Ja, komm, machen wir mal das hier. Das finde ich eigentlich recht nice. Obwohl, Jacken gibt es auch. Ich glaube, Jacken sind auch gar nicht mehr so übel. Na komm, ich packe mir eine Jacke drauf. So, komm. Und zwar das. Passt. So, habe ich sonst noch irgendwas, was ich noch machen könnte? Ja, mein Rucksack noch, genau. Kleidung hier. Hose, Oberteile, Accessoires. Rucksäcke hier. Und dann auch nochmal so ein bisschen. Dann auch nochmal so ein bisschen Tarnung reinklatschen. Bin ich jetzt mal echt gespannt, wie das aussieht. So. Genau. Und ja, Gesichtsbemalung kann man da jetzt auch nochmal so eine Ding hier drauf klatschen. Wo sieht man eigentlich eh nicht das Gesicht? Ja, sieht man eigentlich eh nicht. Das sieht man eigentlich überhaupt nicht. Aber da kann man jetzt auch nochmal so eine Sturmhaube draufpacken. Und die dann auch so ein Forest Green. Und ja, dann denkt jeder, man ist ein Busch. Wenn man sich hier dann so hinlegt, denken alle, du bist ein Busch. Ja, ich bin ein fucking Busch. Ganz ehrlich, mir gefällt das nicht. Ich mag eher so ein bisschen die coolen Outfits. Aber auf jeden Fall ist man hier schon dann sehr gut geschützt. Ja, die Menschen, die hier vorbeilaufen, auch die Gegner denken, oh, ich werde von dem Busch getötet. Aber das ist auch in Wirklichkeit so. Ja, die meisten richtigen Militärtypen, die auch hier auf Mission gehen, die auch irgendwelche Sniper dann sind, die haben ja auch so ein Zeug. Die sind dann wirklich eins mit der Umgebung. Ja, das war die Charaktereinstellungen bzw. die Charakter-Customization. Ich kenne gerade nicht das Wort auf Deutsch. Die Kostumisierung. Ich kann kein Deutsch, egal. Auf jeden Fall, so kann man sich halt eben den Charakter hier einkleiden. Ich habe gedacht, ich mache das Ganze jetzt hier mit Kleidung und mit Waffen. Aber wie ihr seht, wir sind schon hier bei ganzen 17 Minuten. Ja, ich denke, ich habe jetzt schon alles gezeigt, was man irgendwie euch zeigen hätte können, wie man hier sich das Ganze hier alles einstellen kann. Beim nächsten Video werden wir uns dann die Waffen anschauen, was man alles mit den Waffen machen kann. Ja, und nicht vergessen, dann nochmal vorbeizugucken. In einer Stunde sollte dann das Video da sein. Da werde ich dann ein bisschen euch die Waffen nochmal zeigen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, natürlich, dann haut mir gerne ein Däumchen rein und auch einen Kommentar. Und ja, schreibt Hashtag, ich hab's geschafft. Und könnt auch gerne eure Meinung dazu sagen, wie cool hier Tom Clancy's Wildlands ist mit der Kleidung. Und ich bin so ein wandelnder Busch. Das gefällt mir allerdings nicht so ganz, weil die Animation da so ein bisschen kacke ist. Das sieht so ein bisschen komisch aus, da würde ich zappeln. Aber gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Ich bin Jack, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.